Ja, ich bin in Frankfurt in Hessen aufgewachsen und meine Eltern haben dann eines Tages beschlossen, dass sie nach Nordrhein-Westfalen ziehen. Und ich war damals in der Obertertia, das nannte man damals noch so. Also es war Sechster, Quinta, Quarta und so weiter. Und ich war eben in der Obertertia und hätte damals, wenn ich mitgezogen wäre, in Nordrhein-Westfalen ein Schuljahr verloren. Und deswegen haben meine Eltern sich umgeschaut und haben in Hessen, wo ich eben zur Schule gegangen war, ein Internat gefunden, wo ich eben mit meiner Sprachenfolge damals mit erst Englisch, dann Latein und als dritte Fremdsprache Französisch, wo ich diese Reihenfolge weiter fortführen konnte. Und so bin ich eben mit 15 in ein Internat gekommen. Erst war ich traurig, dass ich von meinen Eltern weg war, aber dann muss ich sagen, habe ich auch der Situation viele gute Seiten abgewinnen können. Es war nämlich so, dass es ein gemischtes Internat war. Also in dem einen Trakt wohnten die Mädchen, in dem anderen Trakt die Jungen. Und es war natürlich die Zeit, wo man die ersten ernsthafteren Kontakte geknüpft hat, wo wir viel gefeiert haben. Und ich war damals dann auch ja, also in einer Clique und habe mich auch sehr schnell da gut eingelebt. Zu dem Internat gehörte eine Schule, also ein Gymnasium. Und in dieses Gymnasium gingen hauptsächlich die Internatsschüler, aber auch Externe. Also es kamen viele auch von außerhalb dorthin. Und die Klassen waren also verglichen mit heutigen Verhältnissen luxuriös klein. Also wir waren in unserer neusprachlichen Klasse 18 Schüler und hatten teilweise sehr seltsame Lehrer, muss ich sagen. Also das war ja 1964, 65. Und diese Lehrer, das waren zum Teil welche, die ja noch vor dem Krieg ausgebildet waren und auch traumatisiert waren durch den Krieg, die auch zum Teil ihre Familien verloren hatten oder ja auch mangelhaft ausgebildet waren. Also wir hatten zum Beispiel einen Französischlehrer, der niemals in Frankreich gewesen war, also nicht mal als Soldat. Ja, und der sprach ein grauenvolles Französisch, war didaktisch völlig ungeschickt. Und mit diesem Lehrer haben wir dann etwas Seltsames erlebt. Es war dann so, dass ja auch das Abitur immer näher kam. Und ich glaube, dieser Lehrer hatte furchtbare Angst, dass er uns zu wenig beigebracht hat. Und die Klausuren wurden ja auch von Kollegen gegenkorrigiert. Also er hatte Angst, offensichtlich, dass wir das Niveau des Abiturs nicht erreichen könnten. Und deswegen ließ er Wochen vor dem Abitur immer ganz auffällig seine Aktentasche in der Klasse stehen, wenn er rausging. Also in die Pause oder wenn eine Freistunde war, stand diese Aktentasche immer auf dem Pult und wir haben uns gefragt, was soll das? Erst haben wir uns natürlich, haben wir sie ihm hinterhergetragen, dann, ach, hat er sich entschuldigt, ja, das habe ich habe diese Tasche ganz vergessen. Ja, aber sie stand trotzdem immer wieder da, bis wir dann dachten, das hat Aufforderungscharakter. Also da müssen wir, glaube ich, jetzt mal reingucken. Und dann haben wir das auch gemacht. Und tatsächlich waren da unsere Abiturthemen drin. Dann haben also die Schlauen in Französisch, zu denen ich nicht gehörte, die haben sich ans Werk gemacht und haben Klausuren entworfen, Abiturklausuren von verschiedenen Niveaus. Es war ja klar, dass diejenigen, die also brillant waren, dass die auch natürlich eine gute Klausur schreiben durften, aber es hätte natürlich keiner für möglich gehalten, dass also die Schlafmützen aus der Klasse, dass die jetzt plötzlich exzellente Französischklausuren schreiben konnten. Und für die wurde dann eine schlichtere Fassung angefertigt. Naja, und dann kam der Abiturtag, also die Themen wurden ausgeteilt, wir saßen in der Aula, alle weit getrennt voneinander und zu unserer großen Überraschung wurde uns das Thema gegeben, was wir ja schon kannten und dann haben wir also auch unsere vorgefertigten Klausuren geschrieben und alles verlief nach Plan. Wir hatten unterschiedliche Gefühle dabei, muss ich sagen, aber
eigentlich waren wir auch ja, sehr unbeschwert. Also wir hatten uns auch nicht so viel dabei gedacht, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Und dann ist aber Folgendes passiert, dass ein Mitschüler von uns in einer schwachen Stunde einer jungen Lehrerin unserer Schule, mit der er etwas befreundet war und ein kleines Techtelmechtel hatte, in einer schwachen Stunde von dieser Geschichte erzählt hatte. Aber er hatte das selber wieder vergessen und wir sind natürlich davon ausgegangen, außer uns weiß das kein Mensch. Und diese Lehrerin hatte mit der Schulleitung irgendeinen Konflikt. Ich weiß nicht welchen, aber sie war jedenfalls nicht gut zu sprechen auf diese Schulleitung. Und wir haben dann nach entsprechendem Abstand das mündliche Abitur auch gemacht. Das sah damals übrigens auch noch ganz anders aus als heute. Also wir wurden zum Beispiel vor allen Lehrern geprüft. Ich erinnere mich an eine Mathematikprüfung, wo ich vor 40 Lehrern, die saßen alle versammelt in dem Kunstraum damals, und ich an der Tafel schwitzend, weil Mathematik auch nicht so meine Stärke war, musste da also eine Aufgabe erfüllen, die mir erst am Morgen gestellt worden war. Also wir durften auch keine Spezialgebiete angeben, nichts. Man hat eben wirklich erst am Morgen erfahren, in welchen Fächern man drankam und welche Aufgaben man zu lösen hatte. Und ich war zum Beispiel auch in drei Fächern dran. Also es war nicht so, dass man, also so wie heute, sich schon abzählen kann, in welchen Fächern man drankommt. Naja, also ich hatte diese Mathematikaufgabe, das war eine Kurvendiskussion, gelöst und war ganz erleichtert. Und plötzlich trat der Direktor vor uns Schüler im Warteraum hin und war völlig aufgelöst, hatte einen ganz roten Kopf und sagte: Die Schüler, die in der Abiturklasse C waren, das war also unsere Klasse, kommen bitte augenblicklich alle in meinen Raum. Und wir, hatten natürlich sofort schlimmste Befürchtungen. Also wir sind in sein Direktorenzimmer gegangen und dann hat er uns angebrüllt. Er hatte an diesem Abiturtag, also so lange hatte diese junge Lehrerin gewartet mit der Information, dass mit unserem schriftlichen Abitur irgendwas nicht in Ordnung war. Bis zu diesem Tag, also hatte sie das immer schön verwahrt, dieses Geheimnis. Und dann, um die Schule so in Unordnung zu bringen, hat sie dem Direktor das so beiläufig zwischen den mündlichen Prüfungen erzählt. Und daraufhin hat er natürlich die mündliche Prüfung für unsere Klasse sofort ausgesetzt. Und hat uns dermaßen angeschrien, fertig gemacht, das hätte er natürlich niemals von uns gedacht. Und wir müssen auf der Stelle sagen, wer es gewesen ist, der die Tasche aufgemacht hat und ob wir uns nicht in Grund und Boden schämen würden. Naja, wir hatten also ja auch schon für diesen Fall vorgesorgt. Wir hatten gesagt, keiner sagt etwas. Wir tun so, als ob wir von nichts wissen, und wir haben das tatsächlich auch durchgehalten. Also er hat sich dann einzelne Leute rausgegriffen und versucht, also die fertig zu machen, aber wir haben also nichts gesagt. Und dann wurde er massiver und hat behauptet, meiner Ansicht nach unzulässigerweise, aber er hat behauptet, er könnte verhindern, dass wir jemals das Abitur machen könnten. Also er würde alle Behörden, alle Schulen informieren und keiner von uns Betrügern könnte jemals das Abitur wieder machen. Und dann sind wir eingeknickt. Dann haben wir uns also besprochen und haben gesagt, gut, in dem Falle, also das ist ja nun zu schlimm, das können wir unseren Eltern nicht antun und uns auch nicht. Also dann haben wir eine Delegation geschickt und die hat dann erzählt, wie es war. Und dann wurden wir wirklich geächtet. Also von den Lehrern, von dem Direktor, keiner hat mehr mit uns gesprochen. Wir wurden in unser Internat zurückgeschickt, wurden dann noch 2-3 Wochen länger da behalten als die anderen. Die waren ja dann inzwischen fertig mit dem Abitur. Und dann bekamen wir eine richtig knackige Französisch-Klausur, die von dem Bildungsministerium in Wiesbaden damals ausgestellt war. Naja, die Resultate waren dann auch nicht so toll, ja? Und dann mussten wir die mündlichen Prüfungen auch nochmal alle wiederholen.
und waren dann aber trotzdem glücklich, dass wir doch noch zu unserem Abitur gekommen sind.